Wokedi Pokedi. Jeder kann irgendwas. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, zu der ersten Folge von Ismo und Wocke fahren Rallye. Bei Dirt. Bei Dirt. Bei Dreck. Bei Dreck. Dreck-Rallye. Ja. Herzlich willkommen dazu. Wir haben uns ja im Prinzip schon angekündigt in unseren Scrap Mechanic Folgen, dass wir sowas auch spielen und wir sind da, haben positive Rückmeldung erhalten. Ja, und das haben wir gesagt, jetzt nehmen wir es einfach mal aus. Wir hatten die Wahl zwischen Dirt Rally und Dirt 3. Wir haben uns für Dirt 3 entschieden, aus dem folgenden Grunde, dass es im Prinzip im Multiplayer ein bisschen more entertaining ist. Also es ist definitiv einfacher zu fahren. Es ist eben ein Spiel, das primär für die Spielekonsolen gemacht wurde. Das heißt, es ist Controller optimiert. Somit ist die Steuerung einfacher. Das ist schon so. Der Realismus ist weniger. Also Dirt Rally ist um ein Vielfaches realistischer. Aber da Ismo und ich sowieso beide mit Lenkrad spielen, ist es egal. Daher ist, wie gesagt, der Realismus bei Dirt 3 nicht so groß wie bei Dirt Rally. Aber hier kann man eben alle Disziplinen direkt gegeneinander fahren im Multiplayer auf einer Strecke. Und bei Dirt Rally geht eben nur dieses Rallycross direkt nebeneinander. Alle anderen Sachen gehen eben nur auf Zeit. Ne? So, das heißt, man fährt nicht direkt in einer Phase zusammen. Und daher haben wir uns dann erstmal für Dirt 3 entschieden. So, wie ihr sehen könnt, wir haben 5 Phasen auf dem Programm. Das heißt, wir werden jetzt 5 Rennen fahren mit euch zusammen. Der Ismo und ich sind in der Session. Wir haben die Session zugemacht, dass auch keiner weiterer dazukommt. Also es sind nur wir beide. Und ja, ich würde sagen, es geht los, oder Ismo? Ich muss mich an dieser Stelle schon mal vorsorglich entschuldigen, weil das Lenkrad vielleicht, wenn es stressige Situationen gibt, wird es ein bisschen lauter. Ja gut, das ist einfach bei Lenkrädern so, ja. Wenn da die Action losgeht, dann hört man es schon mal rappeln. So, aber ist ja nicht schlimm, weil dafür machen wir das ja. Ja. Genau, ich bin bereit. Du bist bereit, okay. Wir fahren also mit 60er-Jahre-Autos, wie ihr auf der Tafel hinten in der Ecke oben rechts sehen könnt. Wir haben eine freie Session und fahren einmal quer durch Kenia, Finnland und was noch, Michigan, glaube ich. Also wir haben da unterschiedliche Länder gewählt. Wie gesagt, es sind 5 Phasen und jetzt geht es los. Wir wählen einen Renault Alpine, beide natürlich den gleichen. Ich muss ja hier wählen. Genau, damit wir hier Chancengleichheit haben. Wagen ja, ist gewählt. Ich hätte halt auch was anderes gewählt, aber der Renault Alpine ist ganz gut. Ja, der fährt sich, also ich finde, der fährt sich am besten. Das ist ja immer wieder der berühmte Krieg zwischen Heckantrieb oder Frontantrieb. Was ist besser, was ist schlechter? Ich persönlich bin ein Heckschleuder-Fan und der Renault Alpine ist eben eine Heckschleuder und in diesem schwarzen Design, was ich hier freigespielt habe, sieht er auch einfach geil aus. Muss man ja auch sagen, es ist ein wunderschönes Auto. Heutzutage leider kaum noch zu sehen auf den Straßen. Ha, diesmal befahre ich als Erster. Oha. Uhe. Dann startet die große Aufholjagd jetzt gleich. Mein Charakter hat auf jeden Fall ein paar Zuckungen. So. Ja, ja. Kameraansicht, welche Kameraansicht fährst du? Cockpit? Ich hab. Nee. Blick über die Motorhaube? Nee, hier über das ganze Auto erstmal. Über das ganze Auto, okay. Ich hab den Blick über die Motorhaube. Ich versuch mal über Motor. Nein, nichts über Motor, über das ganze Auto. Okay. Ich weiß noch nicht, was besser ist. Also ich persönlich fahre ganz gerne mit dieser Ansicht, die ihr jetzt auch hier sehen könnt, liebe Zuschauer. Das ist, wer selber Auto fährt, weiß, dass man, wenn man aus der Windschutzscheibe rausguckt, ja im Prinzip von dem Cockpit gar nichts wahrnimmt. Also man guckt da im Prinzip wirklich nur über die Haube auf die Straße. Und so empfinde ich das hier eben auch am realistischsten, weil man fokussiert sich eben auf die Straße und nicht aufs Auto. Ne? Wenn man im Auto sitzt, guckt man ja auch vorne raus. Und das sagst du. Ja, und der Blickfokus liegt einfach nicht auf dem Cockpit und auf dem Lenkrad und sowas. Das nimmt man ja gar nicht bewusst wahr. Ich meine, es ist zwar im Blickfeld, aber du achtest ja jetzt nicht drauf, wie weit du lenkst oder so. Das machst du ja völlig automatisch irgendwie. Und daher finde ich die Sicht über die Motorhaube am realistischsten. Ich muss noch dazu sagen, Wocke ist der talentierte Fahrer, doch. Quatsch. Das bildest du dir nur ein. Nö, auf jeden Fall. Du hast mich ja gleich schon eingeholt, das sehe ich auch auf der Karte. Was? Er kommt doch links auf der Karte. Dann gib doch mal Gas.
Ja, ich ziehe euer Vollgas. Rechts, 6, 60, Sprung, und bremsen hilft halt, ne? Nein, das ist ein Flugschluss. Später bremst es länger schnell. Ja, wir bremsen. Das ist natürlich richtig. Also für die, die Dirt 3 noch nie gespielt haben oder nicht kennen, ich kann ja einmal hier durch die Ansichten durchswitchen. Man hat also diese Cockpit-Innenansicht, die auch sehr geil ist, muss man sagen. Also die Fahrzeuge sind alle sehr originalgetreu nachgebildet hier. Das Interieur ist relativ original, also ziemlich original sogar. Sehr cool, und das Lenkrad, was ihr seht, macht auch wirklich die Lenkbewegung von meinem Lenkrad mit. Es zittert so ein kleines bisschen, also ihm ist wohl kalt. So doll zitter ich natürlich nicht, aber so die Lenkbewegung an sich, der Lenkradeinschlag passt schon ganz gut. Ja, auch schön mit den Scheibenwischern und dass da Dreck auf der Scheibe ist und sowas. Also die Optik ist sehr realistisch, aber eben das Fahren ist halt, naja, Controller optimiert. Genau, es ist Controller optimiert, also es fährt sich auch komplett ohne Fahrhilfen total easy, ne? Also nicht wie bei Dirt Rally. Wenn, man, wenn wir beide jetzt Dirt Rally spielen würden, ich glaube, ich würde direkt in der ersten Kurve mindestens fünfmal wegfliegen durch diverse Bäume, die es da noch nicht gibt. Aber ja, du bist ja auch so ein Knallgasfahrer, weil dir ist ja wirklich, wer später bremst, ist länger schnell. Also das ist, also bei Dirt Rally muss man echt wirklich Genie fahren und die Bremspunkte haben, sehen und finden, und das ist um ein Vielfaches schwieriger. Aber auch anspruchsvoller. Also für Leute, die Simulationen mögen und die schon mal real in, ich sag mal, bissigen Autos unterwegs waren, für die ist Dirt Rally auf jeden Fall ein Geheimtipp, vorausgesetzt man hat ein Lenkrad. Mit einem Controller ist Dirt Rally so gut wie nicht spielbar, finde ich persönlich. Ich schalte nochmal schnell durch die Ansichten, bevor ich im Ziel bin. Also das ist die Heckansicht, mit der Ismo spielt. Und ich nehme halt immer die Haubenansicht. So. Jetzt habe ich viel gequatscht und... hab die Zeit versaut. Ich hab zu viel gequatscht. Und du erzählst mir einen von wegen, ich bin hier der schnellere Fahrer. Ja, ja. Und ich hab hier mein Zwischenziel erfüllt. Was für ein Zwischenziel? Ich musste mit einer Sekunde Vorsprung gewinnen. Ich hab's geschafft. Toll. Ja, oder? Du bist 8 Sekunden schneller gewesen. Was erzählst du hier von wegen, ich hab dich gleich? Ja, ja. Oh, jetzt kommt Schnee. Das ist spannend. Oh nein, das ist nicht spannend. Das ist scheiße. Das ist super. Ich liebe auf Schnee fahren. Jetzt, ja, ach so, jetzt, ja, egal. Ist jetzt fährst du als Erster. Ja. Dann fang mich. 8 Sekunden schneller, dann starten wir mit 8 Sekunden Abstand, oder wie viele sind das? 10? Nö, das wird ja halt einfach nur nachher am Ende zusammengerechnet. Nee, ich meine so überhaupt. Mit wie viel Zeitabstand starten wir? Sind das 10 Sekunden? Keine Ahnung. Oder 15? Ich frage deswegen, das heißt, wenn ich jetzt meinetwegen 20 Sekunden langsamer bin als du, dann hast du mich ja eingeholt. So, was für eine Zeit steht bei dir? 12, 13, 14, 15. Dann fahren wir mit, man startet mit 10 Sekunden Unterschied. Mit 10, okay. Das heißt, wenn wen du noch geguckt hast und bei 12 schon war, dann waren bei mir schon 2 Sekunden circa Pi mal da rum, also ja, also 10 Sekunden. Ja. Alter. Das heißt, wenn du jetzt 10 Sekunden schneller fährst, dann knutscht du mein Heck. Ja, ja. Ja, super. Naja, das wäre ja eklig. Willst nicht knutschen? Lutsch, mein Auspuff, Baby. auf jeden Fall ist das hier... Bocke fährt Pampa. Auf jeden Fall ist das hier taktisch unklug, mit Handbremse zu bremsen, weil da kommt der Arsch rum. Ich mag solche Kehlen ja nie. Die sind doof. Da muss man halt fast komplett abbremsen. Ja, richtig. Man muss bremsen. Deswegen sage ich ja, bremsen hilft. Nein! Neuntel, nicht mal eine ganze Sekunde langsam. Ja, also, genau, für die Nichtfahrer unter euch, es ist also so, völlig logisch und völlig klar, ein frontgetriebenes Fahrzeug zieht dich halt durch die Kurve. Dadurch kann allerdings passieren, dass wenn die angetriebenen Räder durchdrehen, weil man zu viel Gas gibt, dann neigt das Auto zum Untersteuern. Untersteuern heißt, man lenkt und das Auto fährt trotzdem geradeaus, weil eben durch das Gasgeben die Räder durchdrehen und den Grip zum Boden verlieren, und dann rutscht das Auto einfach nur noch geradeaus. Ist so wie versuchen, auf Eis ohne Spikes eine Kurve zu rennen. Dann muss,
musst du jetzt noch das andere genau, gegenüber... Genau, das Übersteuern ist genau. Eben bei einem Hecktriebler. Auch da hat man, wenn man zu viel Gas gibt, keine Traktion mehr. Das heißt, wenn man dann in die Kurve einlenkt und gibt Vollgas, dann verlieren die Hinterräder Grip durch das Durchdrehen, hat aber den in meinen Augen angenehmen Vorteil, dass sozusagen der Hintern rumkommt. Das heißt, das Auto lenkt im Prinzip mit, weil der Arsch schon mal, auf gut Deutsch, der Arsch schon mal in die Kurve fährt und man dann vorne gar nicht mehr so viel lenken muss. Das muss man natürlich ein bisschen im Gefühl haben und das muss man in Real auch wirklich üben. Das ist dann der sogenannte Drift mit quer durch die Kurve und hinten rum. Aber ich mag eben lieber, dass der Hintern rumkommt. Das kann ich persönlich besser ausgleichen, als wenn ich lenke und das Auto macht nichts. So. Anders ist das natürlich bei, wie sagt man so schön, Short Tracks, also bei so ganz engen, klein verwinkelten Strecken, wo keine großen Höchstgeschwindigkeiten gefahren werden. Da hat man mit so einem Fronttriebler natürlich den Vorteil, dass man echt die engen, kleinen Kurven durchgezogen wird von den Vorderrädern. Wenn man natürlich den nötigen Grip hat, ne? Das heißt, auf Asphalt und sowas ist das super. Okay. Ja. Darf ich noch ganz schnell intervenieren? Ja. Ich sehe dich. Nö. Ja. Warum bist du denn so viel schneller als ich? Das weiß ich doch nicht. Alter, 5 Sekunden. Jetzt darfst du bei dir erzählen, Bocke. Was, warum? Du erzählst mir hier einen von dem. Ich bin nicht gut, lalala. Du bist jetzt schon, du hast jetzt schon hier. Das ist schon über 10 Sekunden Vorsprung, also über 20 Sekunden Vorsprung. Muss was passieren jetzt hier? Ich quatsch zu viel. Ich mache hier Kaffeefahrt, das geht nicht. Ich muss mich konzentrieren. Jetzt kommt Kenia. Du musst noch deinen Monolog zu Ende erzählen, was du gesagt. Mein Monolog zu Ende, ja genau. Und genau. Du übersteuern, erst an. Übersteuern, untersteuern, ganz klare Geschichte. Also diese zwei Arten gibt es. Ausnahme sind natürlich Allradfahrzeuge, je nachdem wie die gewichtet sind vom Antrieb. Da kann man ja einstellen, wie viel Antrieb die Vorderachse, wie viel Antrieb die Hinterachse haben soll. Und wenn die 50-50 eingestellt sind, also wenn Heck und Vorderachse gleich angetrieben sind, dann hat man weder noch, dann driftet das Auto halt seitlich. Also weder, es fährt weder geradeaus, noch kommt das Heck rum, sondern es verliert einfach mit beiden Achsen Bodenkontakt und trägt sich sozusagen aus der Kurve raus. Wie ein Krebs. Genau, fährt dann seitlich den Krebs. Das ist das, was Ken Block zum Beispiel gut beherrscht. Ne? Ihr alle kennt Ken Block, wer es nicht kennt, einfach mal Ken Block bei YouTube eingeben. Er wird von unzähligen sogenannten Gymkhana-Videos überflutet. Und der Typ hat es einfach total drauf. Und da kann man sehr schön sehen, weil alle Räder, die durchdrehen... Oh nein, jetzt stehe ich auch noch quer in der Kurve. Weil alle Räder, die durchdrehen, machen halt Qualm. Und wenn der Ken Block da quer durch die Kurven durchfährt, dann qualmen alle vier Reifen. Weil der hat halt Allradbiester mit richtig Power, mit richtig PS. Und wenn der auf den Pin tritt, dann hat kein Rad mehr Bodenkontakt. Und ja, genau, das ist eben der große Vorteil beim Allradfahrzeug. Da kann man so einen Drift natürlich ganz hervorragend einleiten und kontrollieren, weil die Räder gleichzeitig den Bodenkontakt verlieren, vorne und hinten. Und dann kannst du natürlich einen Traumdrift machen durch so eine Kurve. Wocke? Ja, du siehst mich. Darf ich dich stressen? Nee, das stresst mich nicht. Nicht? Nee, das stresst mich nicht. So, jetzt höre ich aber auf zu quatschen, weil... Was man noch dazu sagen muss, Ken Block ist auch in diesem Spiel vertreten. Also wenn man die Story spielen würde, tritt man auch gegen ihn an. Ach ja, genau. Hier bei Dirt 3 fährst du ja auch Gymkhana-Geschichten. Ja, richtig. Genau, so Prüfungen und durch die ersten Prüfungen... Leitet er eigentlich quasi... Leitet dich im Prinzip Ken Block durch, genau. Ja. So, jetzt muss ich mal ein bisschen Gas geben, ich muss den Ismo abhängen, ich muss Zeit rausfahren. Was du genau niemals machen solltest, ist immer einen Sprung so schlecht machen, so wie ich jetzt gerade eben, dass du in der Luft dich drehst und dann schräg wieder aufkommst. Das ist stimmt, das ist kacke. Genau, erzähl du mal ein bisschen was, dann bist du nämlich langsamer. Das ist gar nicht wahr. Ich kann mich konzentrieren. Ich bin multitaskingfähig, auch wenn das nur ein Gerücht ist. Der Mensch ist nicht multitaskingfähig, das bildet er sich ein. Das ist richtig. Deswegen, ich sag ja, ich bin multitaskingfähig, auch wenn das nicht stimmt. Ha! Ich bin immer noch 5 Sekunden schneller als du. Ja, das stimmt. Alter, Sonne, geh weg, du blendest. Alter, aber übel, ich seh nichts. Oh. Achtung.
Alter, mit dem Türgriff die Brücke poliert. Alter, Billy. So. Kann es sein, dass ich zu viel bremse? Ich glaube, ich bremse einfach zu viel. Ich bin noch voll im Dirt Rally-Modus. Nee, tust du nicht. Ich bremse dafür nämlich zu wenig. Ist dein Auto schon wieder Schrott oder was? Nö. Nö. Wocke hat ja auch, man muss dazu sagen, aus Nettigkeit. Oh. Oh. Schon wieder 6 Sekunden. Aus Nettigkeit hat Wocke die Schäden nur optisch darstellen lassen. Okay. Der hat nämlich gedacht. Der Wocke. Ach so, deswegen meinst du. Alter, du bist 20 Sekunden schneller als ich. Was ist da los? Alarm, Alarm, Alarm. Bock, 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 bock. Ich muss mal eben einen Schluck Getränk zu mir nehmen. Ein Schluck Getränk. Ein Schluck Getränk. Was ist das denn für ein Getränk? Es ist ein. Es ist ein milder Multivitaminsaft. Sehr, sehr, sehr lecker. Ja, das Tolle an diesem. Oh nein, das fange ich als erstes an. Das ist schön. Und es regnet. Geil. Ich habe doch noch Chance. Nein, das ist scheiße. Nein, das ist großartig. Nein, überhaupt nicht. Das Tolle an dem milden Multivitaminsaft ist ja, dass da ein geringerer Anteil Orangensaft drin ist. Das heißt, der ist nicht so sauer. Deswegen halt mild. Regen ist ja mal mega schlecht. Regen ist geil. 40, Achtung, rechts über große Kurve Sprung. Ich krieg dich. Niemals. Wohl. Ich kann dich sehen. Das ist mir gelogen. Links 3, mal 2 bis 2. Links 2. Rechts halten über Kuppe. Links 6 plus. Kuppe voll 80. Links 4. Mein linker Fuß verkrampft sich so ein bisschen. Wenn die Zehen sich um das Gaspedal drum wickeln vor lauter Druck. Um die Bremse. Um die Bremse? Ja, weil ich bin mit dem linken Fuß, der ist ja auf der Bremse, mit dem bin ich immer bereit zu bremsen und der ist halt angewinkelt und der verkrampft so langsam. Achso, du fährst mit beiden Füßen? Also du bremst mit links und gibst Gas mit rechts? Ja, selbst. Oh! Okay. Ich habe ja den linken Fuß, der steht einfach nur doof rum. Also mein linker Fuß hält im Prinzip die Pedalerie fest, so wie bei einem richtigen Auto halt auch. Also ich würde mit dem rechten, mit dem linken Fuß würde ich im Prinzip kuppeln jetzt. Aber ich habe ja keine Kupplung. Also mein rechter Fuß wechselt einfach immer nur zwischen Gas und Bremse. Nö, das kann ich so nicht. Der linke Fuß ist tot sozusagen. Der ist arbeitslos. Ich höre dich doch schon. Lump. Was? Du hörst mich? Ja, ich habe dich kurz gehört. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal ein bisschen Zeit rausgefahren. Ach, das hast du aber nicht. Ich sehe dich! Oh, und spontan verbremst. Scheiße! Ah, ich stehe verkehrt rum. Nein. Die ganze Zeit für den Eimer. Wocke? Ja. Ich heule. Ja. Ich find das herrlich. Mein ganzes Mikro ist schon eingesuppt. Lecker. Lecker schmecker. Jetzt dreht er sich schon wieder. Nicht drehen. Böses Auto. Wow, nein! Hahaha! Ein Lichtblick. Jetzt hier wieder weg. Bist du von der Brücke gehüpft? Ja. irgendwo kannst du die Rückblicktaste noch drücken. Ne? Ich hab keine Ahnung, wo die Rückblicktaste von mir ist. Alter, 14 Sekunden hat mich das gekostet. Ja, gut so, dann sind die 20 Sekunden jetzt Schrott. Krasser Scheiß. Oh, ist das ärgerlich. Was muss es auch regnen hier in dieser Kackpampe, wo auch immer wir sogar sind. Regen ist, glaube ich, dein Nemesis, kann das sein? Ja. Obwohl es wesentlich einfacher zu fahren ist als Schnee. Ja, geht so. Aber ich glaube, du magst die Strecke auch nicht, kann das sein? Ist das nicht deine Hassstrecke? Ja, Hassstrecke kann man so nicht sagen, aber... Eine Lehrer, die du nicht bevorzugst. Ja. 60 durch Gebäude. Alter, jetzt dreht sich die Karre schon wieder. Nicht drehen. So. Doch, dreh dich. Nein, nicht drehen. Böses Auto. So. Zack. Oh. Alter, jetzt bin ich am Schwitzen. Ja, Mann. Verdammt, Alter, Scheiße.
Ja, Mann! Damit dürfte unsere Gesamtzeit jetzt relativ gleich sein. Ja, fast. Oder? Sehr cool. Ich bin immer noch, guck mal. Ah. Ja, aber auf 4 Sekunden bin ich ran. Ja, ja, ich weiß. Wäre ich doch nicht bloß von dieser verkackten Brücke runtergefallen, du. Ja, wir haben ja jetzt noch zwei, ne? Glaube ich. Zwei? Nee, eins. Eine noch. Die letzte, ehrlich? Ja, die letzte. Ja, die letzte. Oha. Oha. Oh nee, nein, es ist dunkel. Das ist Finnland. Ist das die letzte? Ja, Rennen 5 von 5. Ja, Finnland. Rennen 5 okay. von 5. Okay, jetzt geht's um die Wurst. Jetzt muss ich 4 Sekunden rausfahren. Oha. Und du bist als Erster gestartet. Und es ist dunkel, ey. Oh Gott. Ja. Du sagst es. Bocke, gib alles. Konzentrier dich. Gleich platzt der Motor. Links 6 hinhalten. Konzentration. Ich bin auf jeden Fall gut nass geschwitzt. Ja, mir läuft die Suppe die Stirn runter. Das ist unglaublich. Vor allem, es ist ja auch wirklich so überaus warm. Also, ne? Ja, ja, abgesehen davon, dass es hier im Schweiße meines Angesichts, dass ich hier das Lenkrad hin und her bewege, ist es auch einfach, ich glaube, ich habe hier 28 Grad in meinem Schuppen. Das ist wirklich der Hammer. Es ist gut warm bei dir, ja, ja. Ja. Alter. Scheiße, so früh gebremst, verdammt, das war Zeitverlust. Ah! Links 5 nicht schneiden, ist mir egal. Ich schneide hier alles. Na komm, komm. Genau. Nicht schneiden, Stein. Peng. So. In links 4 lang macht spät zu. Na gut. Macht spät zu, hat also bis 22 Uhr offen. Oh Gott, nicht drehen, nein. Oh. Nein. Brücke, Vorsicht. Links halten, über Kuppel in. Rechts 3. Es ist so interessant, wie die Karre eigentlich schneller wird. Ich drück aus dem Gaspedal bis zum Boden durch, aber sie wird schneller. In links 3 plus. Ja, also der Grund, warum wir hier die 60er-Jahre-Autos gewählt haben, ist, wir haben uns gedacht, das soll ja steigerungsfähig bleiben. Wir fangen also klein an. Die sind schön. Und die 60er-Jahre-Autos fahren sich einfach total schön. Also sind eben viel dichter dran an so den Autos, die man auch so auf der Straße fahren kann, wie, ich sag mal, diese hypermodernen Allradmonster. 80, Kuppelvollsprung, in links 4. Ah! Rechts 3. Aber wir haben uns gedacht, wir fangen klein an mit den kleinen Klassen und steigern uns dann in die High-Performance-Car-Serie. Dass für euch da ja auch so ein bisschen Steigerung zu sehen ist. Durch den ganzen Schotter, über den ich fahre, wackelt mein ganzer Tisch. Ja, das ist witzig. Ich habe ja auch so einen dicken, massiven Holztisch hier. Und selbst der bewegt sich. Das ist der Knaller. Also das, die Lenkräder, die haben schon echt Power. Das ist richtig cool. Und wer schon mal die Gelegenheit hatte, ein Fahrzeug, das, ich sag mal, Slalom oder Rallye optimiert abgestimmt ist, wer schon mal die Gelegenheit hatte, sowas zu fahren, der weiß, da muss man auch richtig arbeiten am Lenkrad. Da ist nichts hier mit Servo und einem Finger fahren und so. Da muss man das Ding richtig festhalten. Das ist ähnlich wie beim Kart fahren. Also wer schon mal schnellere Karts gefahren ist mit mehr als 12 PS, auch da muss man das Lenkrad richtig festhalten. Und deswegen finde ich das gut, dass man hier, dass die Lenkräder schon richtig Power haben. Dass da auch was passiert. Geil. Bäm. Jetzt bin ich gespannt. Zuschau. Ich schau dir zu. Mach mal. Kann ich hier auch Kameraansicht wechseln? Nein, ich glaube nicht. Ach doch, könnte ich eigentlich mit rechts oder links oder was? Naja, es ist egal, jetzt bist du durch. Nein! Ja! Ja! Moment! Ja, ja, ich sag doch, du bist ein talentierter. Das stimmt überhaupt nicht. Doch? Nein. Doch, ich hab einfach, nur die dickeren Nerven. Ja komm, du hast es innerhalb 2 Runden geschafft. Ja, weil du unter der Brücke geparkt hast, tut mir leid. Also, sonst hätte ich das im Leben nicht mehr geschafft. Na gut. Das war ja jetzt echt Pech mal, ne? Also, ja. Ich habe alles gegeben jetzt in der letzten Runde. Oh, ich habe eine Lackierung freigeschaltet. Phil Price, Rally School, Ford Escort RS. Das ist, glaube ich, einer der nächsten, die wir jetzt fahren, ne? Also die nächste... Ich weiß nicht. Irgendwie so. Aber gut.
Was wir als nächstes fahren, welche Strecken wir fahren, welche Art Rallye wir fahren, das seht ihr, liebe Zuschauer, in der nächsten Folge von Ismus und Wokkes Dirt 3 Rallye. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.